Manchmal müssen in einem Programm mehrere If-Anweisungen zusammenarbeiten. Das ist dann der Fall, wenn der Programmablauf von mehr als einer Bedingung abhängt. Dann muss man Bedingungen miteinander verknüpfen oder die Alternative in If-Anweisungen verschachteln. Ich habe dazu ein einfaches Beispiel vorbereitet, was man gerade auf dem Bildschirm sehen kann. Man sieht die Setup-Routine, die den Bildschirm auf eine Größe von 400 x 300 Bildpunkten vorbereitet. Drei Variablen, x, y und vx. X steht für den Mittelpunkt unseres Balls, der gleich von links nach rechts über den Bildschirm fliegen wird. Y ist seine y-Koordinate, vx die Geschwindigkeit, mit der der Ball fliegt, immer ein Pixel pro Zeiteinheit. Unsere Zeichenroutine, die 60 Mal in der Sekunde aufgerufen wird, zeichnet jedes Mal den Bildschirm weiß. Dann zeichnet sie den Ball an den Koordinaten xy ein. 30 Bildpunkte sind die Ausmaße des Balls. Unsere Spielfigur, ein Rechteck, an der Stelle 380 über die Maus gesteuert mit der Ausdehnung 15 Bildpunkte in der Tiefe. Also Breite und 30 Bildpunkte in der Höhe. Und hier erhöhen wir immer die Geschwindigkeit. Das sieht, wenn wir das Programm starten lassen, so aus. Der Ball bewegt sich von links nach rechts und hier ist unsere Spielfigur. Im Augenblick fliegt der Ball vorbei, das soll sich noch ändern. Aber ein kleines Problem haben wir in dem Programm noch. Die Maus ist auf Höhe der Oberkante des Rechtecks, das wollen wir auf die Mitte ausrichten. Darum müssen wir hier 15 abziehen. Die Höhe des Rechtecks ist 30 Bildpunkte, also 15 abziehen, dann kommen wir genau aus. Probieren wir das nochmal aus. So, jetzt haben wir genau die Mitte. Was das Ziel unseres Spiels sein soll, ist, dass der Ball reflektiert wird, wenn er vom Spieler getroffen wird. Es sind also zwei Bedingungen zu berücksichtigen. Einmal hat der Ball überhaupt die Linie, den rechten Rand erreicht. Und zweitens, falls ja, dann ist die Frage, ob der Ball vom Spieler getroffen wird. Zwei Bedingungen, und das können wir mit zwei If-Anweisungen versuchen zu realisieren. Die erste Bedingung, if der rechte Bildschirmrand vom Ball erreicht ist, 365. Warum 365 und nicht 380? Das hat damit zu tun, dass der rechte Rand des Balls zwar die 380 berühren soll, aber wir mit den Mittelpunktskoordinaten des Balls, also der Ellipse, hier arbeiten. Und die hat einen Durchmesser von 30 Bildpunkten. 15 ist der Radius, das müssen wir abziehen von 380, dann kommen wir auf 365. Wenn also der Ball diese Linie erreicht hat, das ist die Linie, wo der rechte Rand des Balls hier unser Rechteck genau berührt, dann ist die Frage, ob der Spieler auf der Höhe des Balls ist. Diese Bedingung setzt sich wieder aus zwei Teilbedingungen zusammen. Erstens trifft der rechte Rand des Balls mindestens die Oberkante der Spielfigur und zweitens trifft der rechte Rand des Balls mindestens die Unterkante der Spielfigur. Das können wir in Code wie folgendermaßen aufschreiben. Wenn, if, y, also unsere Ballposition, größer, gleich, Maus y, minus 15 ist, wieder gedanklich abrechnen, die Höhe unserer Spielfigur, bzw. Tiefe. Und die zwei Unzeichen stehen für die logische Verknüpfung. Und wenn y kleiner gleich Maus y plus 15 ist, dann soll etwas passieren. Was passieren soll, ist die Reflexion des Spielballs. Vx ist gleich minus Vx. Lass mir das wieder ablaufen. Jetzt kommt unsere Spielfigur ins Spiel und Reflexion, der Ball wurde sauber reflektiert, genauso wie wir uns das gewünscht haben. Also die Besonderheit war,
Wir haben zwei Bedingungen, die verschachtelt sind. Das erste if, hier ist der Anweisungsblock vom ersten if, der darin eingeschachtelt ein if wiederum hat mit zwei weiteren Bedingungen. Der hier, y größer gleich und y kleiner gleich, dann setzt die Reflexion ein. Das Interessante ist, dass wir das Programm auch hätten umschreiben können. Diese Unverknüpfung kann man auch auflösen in ein weiteres verschachteltes if. Wir hätten also auch sagen können, stattdessen if y kleiner gleich Maus, Dings, dann wird hier reflektiert. Gucken wir uns an, ob das so funktioniert. Wir bewegen unsere Spielfigur, sind ein wenig nervös. Zack, wir haben die Reflexion erreicht. Also eine interessante Lektion, dass man die Verknüpfung von Bedingungen mit und auch auflösen kann in verschachtelte if-Anweisungen. Und umgekehrt natürlich können wir if-Anweisungen auch alle wieder, die verschachtelt sind, mittels und verknüpfen. Wir hätten also auch diese Alternative programmieren können. Und, also wenn diese drei Bedingungen alle zutreffen, dann, jetzt können wir auch mal auf die ganzen Klammerebenen hier verzichten, weil wir nur eine Anweisung im if haben, brauchen wir keinen Anweisungsblock. Das ist eine gültige Reduktion, was wir hier machen. Wenn x gleich 65 und wieder y in dem Rechtecksbereich liegt, also Unterkante, Oberkante, dann die Reflexion und so sieht es dann auch wieder aus. Reflexion passiert. Gerade nochmal den Fall, wenn wir nicht treffen, dann läuft der Ball selbstverständlich durch. Wir haben also gelernt, dass man ein Und durch Verschachtelung von If-Anweisungen auflösen kann oder alternativ kann man Verschachtelungen von If-Anweisungen in ein Und überführen. Was in Sinn macht und besser lesbar ist, muss man im Einzelfall unterscheiden.